Es ist eine emotionale Trauerfeier, das wohl größte Staatsbegräbnis der Geschichte Israels. Ein würdevoller Abschied für Shimon Peres. Noch einmal bringt er im Tod die Mächtigen der Welt zusammen. Der Brückenbauer, der Friedensvisionär, dessen Traum bis heute unerfüllt blieb. Israel grieves for him. Israel trauert um ihn, die Welt trauert um ihn. Aber wir alle finden Hoffnung in seinem Vermächtnis. Sein Vermächtnis wäre der Weg zum Frieden, ein Weg, den Premier Netanyahu, Peres einstiger politischer Rivale, bisher nicht gegangen ist. Und so mahnte US-Präsident Obama in seiner Rede an, das Gedenken an Peres zu nutzen, um auch in der Wirklichkeit einen neuen Anlauf für die Aussöhnung zu nehmen. Die Region erlebt chaotische Zeiten. Bedrohungen sind ständig präsent. Aber Peres war es, der nie aufhörte zu träumen und zu arbeiten. Immerhin, auch das hat Peres noch geschafft. Nach jahrelangem Verhandlungsstillstand sehen sich Premierminister Netanyahu und Palästinenserpräsident Abbas auf seiner Beerdigung erstmals wieder. Peres Familie hatte ihn eingeladen, ein Händedruck mehr nicht. Die wohl größte Überraschung heute ist, dass auch